Hallo, liebe Freunde der Orgelmusik in St. Katharinen. Heute ist Dienstag, der 17. März 2020. Heute haben wir wegen der Corona-Pandemie endgültig die Kirche schließen müssen. Viele von Ihnen wissen, dass ich seit dem 1. September 1983 hier in der Kirche 30 Minuten Orgelmusik spiele. Jeden Montag und jeden Donnerstag um 16.30 Uhr. Wir bewegen uns jetzt etwa in der Zeit, wo so der 3560. Orgelmusik fällig wäre. Es hat bisher zwei längere Unterbrechungen der Orgelmusiken gegeben. Das war einmal 1990, als die Riga-Orgel gebaut wurde, in der ich hier jetzt stehe. Dann im Jahr 2001, als die Kirche ein halbes Jahr geschlossen war wegen Innenrenovierung. Nun ist die Kirche also geschlossen. Gestern habe ich zum letzten Mal für immerhin noch eine kleine Schar von 56 treuen Zuhörern die letzte öffentliche Orgelmusik gespielt. Wann das wieder möglich sein wird, steht in den Sternen. Wir wissen es nicht. Ich möchte aber für alle Freunde der Orgelmusik und sicherlich auch für mich selber, denn die Orgelmusiken geben meinem Leben Gerüst, Sinn, Halt und Struktur, die Orgelmusiken fortführen. Und das machen wir nun so, dass wir die Orgelmusiken vorproduzieren. Wir nehmen sie vorher auf und sie werden jeweils am Tag, an dem diese Orgelmusik hier öffentlich gespielt wurde, werden die Orgelmusiken dann im Netz stehen. Das sei vorausgeschickt. Jetzt gehen wir ganz kurz noch zum Spieltisch und ich zeige Ihnen da einige Details, damit Sie wissen, wenn Sie nun bei den Orgelmusiken auch sehen, was da passiert, was da los ist. So, jetzt sind wir hier am Spieltisch der Orgel. Ich möchte Ihnen noch einige kleine Details erklären, damit Sie manches, was Sie jetzt im Bild sehen, nachher nicht irritiert. Das sind die Klaviaturen, klar, hier sind die Registerzüge. Diese Orgel hat eine große elektronische Sätzeanlage, die es ermöglicht, dass Registrierungen schnell wechseln. Das sieht dann so aus. Sie sehen, die Register springen um. Das mache ich manchmal hier, manchmal da. Zwischen den einzelnen Sätzen öffne ich manchmal diese Schublade hier, um andere Registrierungen anzuwählen. Auch das sollte Sie nicht irritieren. Was die Noten angeht, seit einiger Zeit spiele ich digitalisierte Noten hier aus einem iPad. Da ist für einen Organisten immer die Schwierigkeit, wie blättert man, denn man kann ja nicht mit einem Finger, den man frei hat, in der üblichen Weise hier drauf ticken. Die einzige Möglichkeit momentan für mich, um es selber zu machen, ist dieser sogenannte Beißschalter. Ich nehme dieses Ding in den Mund und wenn ich drauf beiße, blättert es weiter. Wenn Sie mich also später manchmal in der Aufnahme sehen und ich habe so etwas im Mund, dann ist das einfach mein Beißschalter. Bitte lassen Sie sich davon nicht irritieren. Während der Aufnahme werde ich auch noch einen Kopfhörer aufsetzen, der mir den Raumklang überträgt, damit ich ein bisschen sozusagen Atmosphäre kriege, denn im leeren Raum dieses alles zu machen, ist schon eine Herausforderung. Es ist natürlich viel, viel schöner zu wissen, dass Sie als Zuhörer da unten sitzen. Man hört auch kaum noch Außengeräusche. Das ist für eine Aufnahme einerseits sehr schön, aber für so ein belebtes Zentrum einer Stadt wie Frankfurt auch sehr, sehr ungewöhnlich. Also es wird in etwa so aussehen, Kopfhörer, Beißschalter, so. Wen das irritiert, der kann ja die Augen schließen. Ich muss noch einen Dank loswerden, und zwar an Christoph Korn. Christoph Korn ist der Mann im Hintergrund, der die Aufnahme technisch versorgt, Bild, Ton, das Laden aufs Internet. Ohne ihn ging es überhaupt nicht. Und ich bin ihm ganz, 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 ganz furchtbar dankbar dafür. Dies war jetzt die Einleitung. Sie werden dann jetzt also die Orgelmusik hören. Die Orgelmusiken werden jeweils vorproduziert. Es ist also nicht ein richtiger Live-Mitschnitt direkt am Tag selber. Für einen Livestream fehlen uns die technischen Möglichkeiten. Sondern sie sind vorproduziert. Also, um klar zu machen, es sind keine Fake News. Es ist nicht die Orgelmusik, die genau am 20. oder wann um die Zeit gespielt wird. Sie muss vorher etwas vorbereitet sein, damit sie dann abrufbar ist. Ich wünsche Ihnen viel Freude. Dies ist ein Provisorium.
Ich hoffe, wir werden es irgendwann wieder beenden können. Dankeschön.